Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem fantastischen WG-Kanal. Wie ihr sehen könnt, bin ich bei den Mädels im Schloss am See. Und ich habe jetzt richtig Lust, eine Runde Wer würde eher zu spielen. Aber dafür brauche ich natürlich die Schlossherrinnen. Hi! Hi! Ich habe direkt angesprochen. Und seid ihr bereit für eine Runde Wer würde eher? Ja. Ja. Ja? Ja. Habt ihr schon mal gespielt? Ja. Ja? Ja. Immer Pocky-Turnier. Also wir machen das so, sonst hat man ja manchmal so Zettel, aber wir machen das heute so, ich stelle die Frage, dann zähle ich bis drei und dann zeigt ihr auf die Person, wo ihr denkt, okay? Ah, okay. So geht das. Ich dachte, oh. Okay, dann stelle ich jetzt die erste Frage. Wer würde sich am ehesten eine Glatze schneiden lassen? Eins, zwei, drei. Was? Wer zeigt jetzt auf wen? Also Alexa. Ganz wieder auf Alexa, gell? Entweder Alexa oder Tonja. Ja. Warum? Weil, keine Ahnung, du traust dich so ganz mir. Du bist so experimentiert. Ja. Mhm. Alexa macht immer alles. Wenn irgendwas ist, Alexa so, ja, ich mach das. Boah, aber ich glaube, da hört es dann bei mir auch auf. Und ich experimentiere als Film mit meinen Mit den Haaren. Ja, ja. Du hast halt alles mit deinen Haaren. Blond, kurz, also da auch schon. Ja, stimmt. Du hast ja auch sehr kurze Haare. Vielleicht ist dann gar nicht mehr so schlimm. Okay, nächste Frage. Wer würde am ehesten vegan leben? Warum? Weil sie eine Vegetarierin ist. Ja. Ach, du bist schon Vegetarierin. Also ich würde am liebsten vegan leben, aber es ist sehr hart. Ja. Ja, es ist einfach besser. Und für den Körper, also für sich selbst und auch natürlich für die Umwelt, für die Tiere an sich natürlich deshalb. Und alle anderen, könntet ihr so euch vorstellen, mal auf Fleisch zu verzichten für eine Zeit? Also ich esse halt nicht so viel Fleisch, halt aber immer zwischendurch. Und eigentlich würde ich auch gerne so vegane Sachen ausprobieren, aber durch meine Glutenunverträglichkeit geht das so schwer, weil die meisten Ersatzprodukte sind alle mit Weizenmehl. Weil ich wollte auch schon mal ausprobieren, wenigstens ein bisschen darauf zu achten, nicht mehr so viel zu essen. Aber es ist fast unmöglich mit meiner Unverträglichkeit und das ist halt schade. Also ich denke, ich würde es auch gut hinkriegen, weil ich esse generell nicht so viel Fleisch. Ich mag halt vieles auch einfach nicht. Ja. Aber halt ab und zu mal was. Aber halt darauf achten, dass es dann trotzdem irgendwie ein gutes Fleisch ist und nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Billigprodukt ist. Ja. Also ich muss sagen, ich mag Fleisch wirklich gerne. Ich kann auch, also es gibt vieles, was ich sehr gerne mag. Ich denke aber schon, für eine Zeit würde ich es easy hinbekommen. Also wir essen meistens auch mit Fleisch, wenn mein Papa dann zu Hause ist. Und also ich würde sagen, ich würde es hinbekommen. Es ist halt schwierig, weil man das halt auch, es ist halt eine große Umstellung. Aber ich denke schon, dass ich das hinbekommen würde. Ich glaube, ich würde das alleine deswegen nicht schaffen, weil meine Eltern dafür, also die essen das halt auch zu gerne, glaube ich. Und ja, ich möchte das auch, glaube ich, gar nicht. Ich finde es lecker so und ich wüsste halt auch nicht, was ich so stattdessen essen sollte so viel, weil so Käse und so mag ich jetzt nicht so gerne und weiß nicht, ich glaube, ich bin ein Fleischesser. Aber ich muss dazu sagen, ich war auch gefühlt der größte Fleischesser aus der gesamten Familie. Also ich habe Fleisch auch echt sehr gerne gegessen an den Varianten. Nächste Frage. Wer würde eher auf eine einsame Insel ziehen? Eins, zwei, drei. Was? Wen sagst du denn? Ich weiß nicht. Alexa oder Anna. Aber ich glaube, ich wäre dazu so, also ich bin zu sozial. Also ich glaube, ich könnte nicht so die ganze Zeit alleine sein. Ich glaube, ich würde nicht Alexa nehmen. Ja, bei mir gar nicht. Antonia würde halt den ersten Tag sterben. Ich würde bei euch beiden. Du hast halt manchmal so gerne so deine Ruhe irgendwie. Ja, und das ist halt manchmal so... Also nicht natürlich nicht von mir. Man merkt ja auch manchmal, du bist so abwesend, wenn du irgendwas machst, zum Beispiel wenn du am Handy bist oder so, bist du total abwesend, dann merkt man so, ey, das ist so furchtbar, ich rede mit der und du antwortest gar nicht. Gar nicht. Und irgendwann sagst du so, ja, was? Und dann sagst du so eine Sache, die ich dir erzählt habe. Nein, ich höre dir dann aber zu, aber... Also könntest du schon, du könntest auf einer einsamen Insel überleben. Ich glaube schon. Also ja, am besten, glaube ich, von allen. Aber was ist das für eine Argumentation, weil du abwesend bist, wenn du am Handy bist? Ja, weil du am ehesten so gerne alleine ja bist. Du bist so, man merkt manchmal, dass du gerne deine Ruhe haben möchtest. Oh. Kann man verstehen. Naja. Ja, Antonia, also bei dir auch meine Ruhe haben. Also ich bin ja nicht mit euch in deinem Zimmer. Am ehesten du. Okay. Anna. Okay. Okay. Wie ist es bei euch? Könntet ihr euch vorstellen, mal auf einer einsamen Insel zu leben? Und was würdet ihr mitnehmen, wenn das der Fall wäre? Schreibt es mal unten in die Kommentare und checkt auch die TV-App aus oder die Mediathek unter www.tv.de. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Wer würde eher einen Boy am See anmachen? Ja. Luise! Luise kann gut flirten. Ja, auch noch Anna. Ja, weil ich glaube, Luise würde das am ehesten an Anna so unbewusst. Ich glaube, die flirtet dann so, ohne dass ich es merke. Okay, ja.
Okay, bei der nächsten Frage bin ich mal gespannt, was ihr darauf antwortet. Wer würde sich am ehesten ein Bein brechen, wenn man auf High Heels läuft? 1, 2, 3. Ah, okay, doch. Ich? Weil nee, du so toll kannst, kannst das schon. Ich, nein, ich kann das. Nur wenn du toll willst, aber wenn dann... Vielleicht noch Anna. Anna und sowas, ich glaube, die trägt sowas gar nicht. Naja, okay, doch. Also ich bin Popeye und ich bin noch nie Falz gelaufen. Deswegen hätte ich dich auch genommen. Ja. Das wusste ich auch schon. Ja, ja, also irgendwie also ich glaube, wenn nur weil du so ein bisschen tollpatschig bist. Ich habe mir noch nie was gebrochen. Aber sie hatte schon öfter High Heels angehabt. Ja, eben, ich glaube dann so du also oder auch High Heels hat sich so höhere Schuhe. Ja, halt so einfach so, ja genau. Wäre auch nicht drauf gestorben. Aber findet ihr das eigentlich ungerecht, dass so die Mädels manchmal dann so in High Heels laufen sollen, müssen, I don't know, nee, und die nee, Jungs halt gar nicht? Ich glaube, das ist ja bei den Mädels, die machen das ja freiwillig, also ja, die werden ja von keinem gezwungen. Man kann ja auch mit Sneakern zum Abschluss bei. Deshalb, ich finde das jetzt nicht ungerecht. Ich auch nicht. Nee, nee, das hat auch Vorteile, ne? Also man ist größer, wenn manche Leute das wollen, man hat eine bessere Haltung auch von alleine. Mhm. Und ich finde, man fühlt sich auch anders. Ja, ja, man fühlt sich voll wohl, man auch. Ja, auch obwohl es weh tut. Das war ja immer schon so ein Schönheitsideal irgendwie. Mhm. Aber ich denke, mittlerweile ist es also ja normal und man kann ja tragen, was man will. Okay, wer würde eher das komplette Mädchen-WG-Budget für Süßigkeiten ausgeben? Oh, ich weiß nicht, irgendwie alle. Als wir einkaufen waren, waren wir so gesund und süß. Also ja, so beides. Und ich glaube, wir würden da schon unser Geld für ausgeben können, aber nicht nur süß. Also ich denke schon, dass wir alle das hinbekommen würden, das ganze Budget dafür auszugeben. Ja. Weil jeder so seine Vorlieben hat bei sich. Also Eis. Ja. Ja. Aber das ist auch Süßigkeit, die sind Eis. Ja. Das ist Süßigkeit, ja. Bei mir ist 500 Same. Euro für Eis. Würde ich so hinbekommen, ich könnte jeden Tag ein Erdbeereis oder sowas essen. Ja. Oder so ein Erdbeerbecher oder so. Also jeden Tag. Also ich merke schon, ihr seid totale Süßigkeiten-Suchtis. Naja, ist ja auch gut so, ne? Hier sind keine Eltern, hier könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja gut, es hat mega viel Spaß gemacht mit euch. Richtig cool. Ich hoffe, euch hat es mindestens genauso viel Spaß gemacht. Und wenn ja, dann hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke, damit ihr gar nichts mehr verpasst. Oder noch besser, lasst einfach direkt ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.